Mal gucken, ob wir jetzt die Trucks sichern. Das ist noch das Ziel. 50 Meter, es sieht so ruhig aus, aber der Schein trügt. Und damit allerseits, willkommen zurück bei Spec Ops The Line. Das war der Rüberrenner, okay. Tango erledigt! Wir brauchen diese Trucks, anders kommen wir hier nicht weg! Ab wieder ein! Das Auto war noch gar nicht drin, okay. Adams ist schon unten. Jetzt kommt das Auto reingefahren, okay. MG, auf dem Hammer! Walter, hier ist eine ohne Deckung! Ah, ich kann ja glaube ich nicht vorbei, da vorbei. Ich versuche mich in den Arm zu schleichen. Feind getötet! Okay, gesichert. Ich wollte da runter und von dieser Seite angreifen. Hol mich der Teufel! Ihr lebt noch! Falls das so bleiben soll, empfehle ich das. Granatwerfer mit. Pump. Hopp, hopp, Leute. Wir werden diese Stadt in die Knie zwingen. Tja, dann bis dann. Soll ich ihn abknallen oder machst du es lieber selbst? Wenn wir das hier überleben, gehört er dir. Diese Sache hat ihren Preis, Walker. Ich hoffe, Sie sind bereit, ihn zu zahlen. Welche Waffe haben wir jetzt liegen gelassen? Für den Granatwerfer? Alle mal festhalten, das wird ein heißer Ritt. Kein Kontakt! Feuer frei! Bei dem Traktor, rechte Seite! Tango erledigt! Womöglich bekommen wir den jetzt bloß für diese Fahrten, haben dann unsere Waffen wieder. Unendlich Munition. Einhändig nachladen? Ja, kein Problem. Da müssen die schon mehr bringen, um uns aufzuhalten. Bringen Sie uns hier raus! Aber der macht ja gar nicht richtig schön Pump. Oh, oh, wir sind gleich weg. Scheiße! Die blockieren die Straße! Wir können hier nichts halten! Keine Deckung! Ich komm da durch, aber ihr müsst sie abhalten! Ich bin fast durch! Das sah komisch aus. Ein Schwein. Oh nein, Löcher. Ein Truck hochjagen ist auch eine gute Idee. Schön festhalten. Oh, wie das Wasser rauszuckt. Das Wasser ist hier Gold wert für uns und für alle anderen. Ja. Was verträgt er denn? Okay. Jetzt sterben wir gleich. Jawoll. Sorry, Jungs, aber die kriegen ihr Wasser nicht zurück. Um keinen Preis der Welt. Jetzt zerstört die Trucks! Das Wasser jetzt aber auch so verrinnt, ist auch scheiße. So oder so, irgendwie habe ich das Gefühl, wir verlieren nur. In 4 Tagen beginnt diese Stadt zu verdursten. Wie Rix es wollte. Das ist Ihre Schuld, Walker. Sie waren das, nicht ich. Als ob der jetzt hier ist, ist doch Einbildung. Als ob der uns so liegen lässt. Wir haben keine Ärmel mehr.
schwer. Ganz recht. Euer Wasser. Wir haben Glück, wenn es die Woche reicht. Sofort gehen in beide Richtungen. Gibt es nicht mehr übrig? Alle Bürger werden angewiesen. Dürfen nicht flüssig. Da, der ist voll. Es wurde hol noch eine Karte. Schnell. Hast du das alles? Vergiss es. Los, hol eine Tank. Wir verlieren Wasser. Ich glaube aber, ich habe was gehört. Soldaten. Warte, der Arsch ist schon halb tot. Ganz recht, mit dir rede ich. Los, zieh ab, verpiss dich. Boah, wie hier aussehen. Was tun wir eigentlich? Reingehen, gucken, was ist, Bescheid sagen. Das klingt wie Holz zu klopfen in Half-Life 2. Scheiß Amerikaner. Wann sehen wir gezeichnet aus? Das Gesicht waschen. Die werden sich bedanken. Das macht das Wasser noch schmutzig. Hey, ich brauche Hilfe hier. Ich höre euch doch, eingeklemmt. Ihr Idioten. Der bleibt doch gleich ab. Sind Sie's? Warten Sie. Hier drüben! Riggs? Wo sind Sie? Ich sehe nie. Oh, Scheiße. Moment. Ich hol Sie da raus. Lassen Sie's. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Er hatte recht. Sehen Sie, wenn die Leute spitz kriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem, ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Ein Schuss mit der Magnum. Los, Walker! Tun Sie's, bitte! Sie sind verrückt, hat er gesagt. Was stehen Sie da rum? Das sagen los, wir aus. Wir haben den Conrad gerade gesehen, der einfach wieder weggegangen ist. Verdammt, Walker! Bitte! Ich flehe Sie an! Das ist so fies, was das Spiel hier abverlangt. Gerade noch rechtzeitig, oder? Oh Mann. Das Spiel macht so vieles richtig. Wie es die Geschichte erzählt, was für eine es erzählt. Das ist so besonders an diesem, wie ich finde, tollen Spiel. Mach halt nicht viele Bum-Bum-Bada-Bum-Schießspiele. Boah, schaut mal hinten am Kopf, wie abgebrannt. Boah. Wie relativ fein wir am Anfang aussahen. Da am Arm. Naja, überhaupt. Das sieht übel aus hinten rechts. Aber was ist mit Lugo und Adams? Was tun wir eigentlich? Walker, kommen! Ja, ich bin hier. Gott sei Dank. Die 33. ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Ich hatte Glück. Und Briggs? Tot. Gut. Nein, nicht gut. Er hat uns angeschissen. Alle zusammen. Seinetwegen stirbt bald ganz Dubai. Die Stadt muss evakuiert werden. Schnell. Ja, bin gespannt, wie du das anstellen willst. Hugo? Oh, sorry. Störe ich etwa? Verdammt. Warte, Hugo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Keine Kraftausdrücke, Kumpel. Das ist hier schließlich ein Familienprogramm. Eine Sondersendung für Verdummung.
Ich will immer noch mit der Taste springen. Runterspringen. Damit springt man ja auch über Deckung. Ach du Scheiße. 6 Schuss Revolver Magnum. Und da kommen ein paar raus. Scheiße, noch mehr Soldaten! Scheiße. Los in Deckung! Oh, das klingt nicht gut, Marty. Nicht so schüchtern. Raus damit! Sind hier nur wir zwei und ein paar tausend durstige Hörer, die alle brennend interessiert. Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ihr Marty stirbt, denn sie bringen ihn um. Sie wollen Wasser und Eimer und werden nichts tun. Was wirst du jetzt tun, denn die bringen dich um? Haha, Marty, Marty, Marty. Lugo, Vorsicht! Lugo, Adams. Was zum Teufel? Ich hab ihn! Weg von mir! Schnauze! Es ist aus, Lieutenant. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör nicht auf ihn! Ich sagte Schnauze! Walker, falls du das hörst, sie haben Lugo. Die 33. nagelt mich fest. Ich komme nicht durch zu ihm. Ich brauche dich hier. Hören Sie mich, Lieutenant. Ich mache keine Wichse. Ergeben Sie sich oder Sergeant Lugo stirbt. Komm schon, Walker. Wo steckst du, verdammt? Das waren 3 Treffer. Boah. Ach du Scheiße, wir haben nicht genügend Schuss. Hier irgendwie. Ach, der hat vielleicht was fallen gelassen. Muss er ja. Scharfschütze auf dem Scheiße, die sind überall! Auf dem Dach. Aber es ist irgendwie auch mal schön, ein Spiel zu haben, wo man wirklich verdammt knapp an keine Munition operiert. Der Magnum fliegt bestimmt auch der Kopf weg. Ich habe es noch nicht so genau angeguckt, aber ich denke, es müsste so sein. Hier ist auch noch eine Waffe. Oh, ein Scharfschützengewehr ist aber nicht gut. Gib mir Deckung! Ich lade nach! Und bleib liegen, verdammt! So, ihr beiden seid ganz gut. Ich glaube. Der war halt wirklich noch da. Wir auch. Männer der 33. Delta Force Actionfiguren heute im Angebot. Delta Force preisgünstig zu haben in der Mall. So ein Arsch. Wir müssen was gegen diesen Kerl unternehmen. Erst müssen wir aus der Mall raus. Seht ihr drüben meinen Weg? Hier geht's nicht. Vielleicht weiter unten. Okay, schaltet diese Wichser aus. Ab wieder. Jawohl, wir haben ihn wegbekommen. Nein. Okay, ich glaube, der Kopf ist weg. Oh Gott, nicht gut. Wer macht das? Was jetzt? Oh, der Sand. Ihr macht das. Okay. Wo ist die AK-47? Habe ich die nicht erfunden? Ich habe das doch hier getan. Nein! Gut, wir werden gleich wieder eine finden, aber trotzdem. Ich habe hier eine Munitionskiste. Ich würde ganz gerne die AK auffüllen. Zumal die ja noch zu Beginn 90 Schuss hatte. Scheiße, wo ist die denn hin? Boah, das sieht schön aus. Freischwebend? Woran hängen die denn? Okay. Ich würde ganz gerne erstmal eine AK haben, bevor ich hier... Ich glaube, hier komme ich zurück. Oh Mann. Mist. Die Munition ist jetzt hier vergraben. Ich nehme jetzt lieber mit, bevor ich gar nichts habe. So wenig noch. Die Gewehre sind begraben. Gegner! Rechte Seite! Walker, ich brauche Hilfe! Weitere Gegner beim Spiel!
Discovery-Nachtrag. Was sind die 8 furchterregendsten Wörter in der arabischen Welt? Wir sind Delta Force. Wir werden euch retten. Ich liebe diesen Witz. Was? Ist nicht lustig? Nein? Nein? Leck mich, du arbeitest schließlich für einen scheiß Kriegsverbrecher. Nein, leck du mich, Mann. Ihr habt doch keine Ahnung, was der Mann tun musste. Und ich meine, was er tun musste. Er hat da eine Wahl, wie jeder andere auch. Über die Brücke, los! Sie kommen durch die Dachlücke! Was liegt denn hier so? Ich glaube, da ist was verbrannt, Schatz. Wenn ich dich erwische, bist du ein toter Mann, verdammt! Wir sind tot. Hier ist aber auch verdammt wenig Deckung. Haftgranaten haben länger, ja. Direkten Treffer. Ein Snowboard. Der Wüste. Naja, man kann das bestimmt auch auf dem Sand benutzen. Und noch eine Kiste, aber ich habe noch keine passende Waffe. Mist. Oh Mann. Über die lieber. Brücke! Los, los, Vorsicht! Los! Sie kommen durch die Dachluke! Ich kreuze, gib mir Deckung! Deckung. Au, 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 au. Weil mit einem Schuss, das wäre jetzt schön gewesen. Oha. Feind ist gefallen. Brunnerlaser heißt Feindeslaser. Oha. Lugo lässt Köpfe platzen. Au, ich war wieder zu offensiv. Wir können dem Leid nicht entkommen. Wir sind das Leid. Wohl wahr? Über die Brücke! Los! Ich kreuze! Sie kommt durch die Dachluke! Aufpassen! Hat er mir Kopfnuss verpasst? Och, ich war doch gerade auf dem Weg in die Deckung. Ich gucke jetzt nochmal genau hin. Ich glaube, wir verpassen dem eine Kopfnuss. Jetzt hätten wir nicht schon genügend Schaden am Kopf, als wir damals groß runtergefallen sind mit der Stange, die später nachkam, als wir das erste Mal getrennt wurden. Und mittlerweile ist noch ein paar Treffer hinzugekommen. Über die Brücke! Los, los! Ich kreuze! Gib mir die Dachluke! Herr Dachmann, der schießt dann mehr. Kontakt! Oh Mann! Soll ich erstmal von oben klar Schiff machen? Aber vorhin hat es funktioniert, als wir das erste Mal runtergerutscht sind. Kognitive Dissonanz nennt man so ein angenehmes Gefühl, bei dem man gleichzeitig zwei Ideen hat, die nicht miteinander... Ich gucke mir es nochmal an. Ich soll es mir erstmal für mich durchlesen. Ich krieg's eh nicht hin, das fertig vorzulesen. Über die Brücke! Los, los, los! Sie kommen durch die Dachluke! Ich leg das Ding ja eh gleich ab. Ja, so hätten wir es machen sollen. Das ist unsere Kollegschaft. Noch eine Munitionskiste. Schade. Oh, die Schuhfinde kann nur so wenig mitnehmen. Ich kreuze, gib mir Deckung! Ja, der geht genau in Position. Der muss das machen, womöglich. Schrotflinte? Nein, verdammt zu groß. Feind ist gefallen. Haltet sie mir vom Leib! Ungedeckter Feind! Legt den Trottel um! Ich werd beschossen! Scheiße, tut doch was! Der Befehl ist klar, ausrücken! Scheiße! Bringt nicht viel, aber ich will das Ding jetzt noch ein bisschen benutzen, ehe wir sterben. Nee. Ehe wir hier gleich weggehen. Erledigt. Vorsicht! Soldaten im Anrollen! 2-2, Bravo! Verstanden! Nicht möglich! Drei Schuss aber auf die Entfernung, gar nicht mal so schlecht. Wir sitzen fest, Burka! Wir sind auf deiner Seite! Sieh zu, dass du sie umgehen kannst! Alles klar! Habt ihr das alleine schaffen können? Habe ich jetzt bloß Munition verballert, aber ich will meinen Kollegen helfen. Ich meine, die haben uns auch geholfen und wir gehören zusammen. Wir sind ein Trupp. Wir sind Delta Force.
Wobei wir schon viel Scheiß gemacht haben zusammen. Aber letztendlich zusammen. Nur zusammen kommen wir hier raus und zusammen können wir vielleicht noch das Leid so gering wie möglich halten. Wer schießt denn da? Sag mal, ich lade gerade meine Taschen auf. Feind ausgeschaltet! Noch eine Munitionskiste. Gut, wir hatten. Was zum Teufel? Scheiße, wo bist du? Soll das ein Wind sein? So einen Scheiß brauche ich jetzt nicht. Wieso bewegen sich. Oh, Gänsehaut, die blöden Puppen. Werfe Granate! Still, verdammt! Noch ein Dicker, sag mal, hallo? Ja, hier auch. Wer Epilepsie hat, dafür nix. Noch einer. Der kommt hier nicht gut zu Rande. Gut, er kommt vielleicht. Na egal, lass mal das. Wir sind doch bekloppt, wir haben zu viel Kopfauer bekommen. Ne, nicht noch weiter vorkommen. Er lädt nach. Vielleicht teleportiert er sich wieder. Boah, das Flackern geht schon irgendwie auf den Zeiger. Aber dass er auch nicht näher kommt, ist auch etwas komisch, oder? Ich meine, das ist seine Chance. Wieso flackert das hier so? Ich sehe gar keine direkten Scheinwerfer. Ich hätte schießen sollen, wenn dessen er nachlädt. Ach da. Boah, ich muss hier mal schnell ein Ende finden, weil es geht mir langsam auf die Augen. Leck dich. Boah. Ah, die Magnum ist an sich schon nicht verkehrt. Einschuss, Kopfschuss, so Pistolen, Diegel, M9 mäßig. Aber nee. Noch einer. Gut. Wie, die M249 nicht? Munition! Hab ihn! Bedankt euch! Mann, mir reicht hier der Kampf! So, alles klar. Ich weiß nicht. Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmwand kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Wir müssen nur herausfinden, von wo er sendet. Aber wie abwechslungsreich das Spiel doch ist. Klar, immer Sand und immer irgendwie welche Gebäude, aber ich finde dafür, dass es hier nur begrenzt Mittel gibt, schon, ja, ist das schon ziemlich gut gemacht. Auch das hier drin. Ist das hier eine Geisterbahn? Oh Mann. April steht da oben. Mit der Kiste? Scheiße, Feindkontakt! Wo sind die? Über dir! Schnell, wir sind schwer unter Beschuss! Okay, das ist auch ein Geschütz. Okay, hier ist noch welche. Ich wollte jetzt hochrennen. Feind ausgeschaltet! Sag mal. Nein, ich wollte. Der war doch noch halb am Leben, oder? Ich wollte ihn tot machen. Ruhe, Marty.
Ich würde auf meiner Position bleiben. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine, das... Wird es immer heißer! Das willst du doch nicht. Dass die anderen wissen, wo du bist! Hättest du nicht von mir gedacht, was? Bring ihn auf die Beine! Geht nicht! Okay. Nix Nahkampf. Verdammter Mist! Lugo, lebst du noch? Lugo! Nein! Durchhalten, Mann! Nein! Du kannst, Adams! Okay, ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann! Schön, dass wir alle. Kein Problem. Da kommen noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Heli auch noch, Heli! Die Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Oh, hier ist auch keine Deckung. Ich hab gedacht, hier wäre Ruhe. Ihr müsst in die oberste Etage. Benutzt die Seilrutsche, um zu quälen. Ich gebe euch Deckung. Los jetzt! Da geht's nicht rüber. Wir sitzen fest. Das geht schon. Walker, mach uns aufs Klarschiff. Wir seilen uns ab. Hab das Schwein! Raketenwerfer, Mann. Boah, der schießt ja gut daneben. Vielleicht warten, bis sie stehen. Ja. Das ist unsere Chance. Los! Jetzt Feuerschutz geben. Komm runter, runter, Lugo. Achtung, Schrotflinte! Schalt sie aus! Hab wieder ein Hängung! Boah! Wir haben gerade relativ Ruhe, wir können ja stehen und stehen. Geh in Deckung! Werde beschossen! Gib mir Deckung! Ich lade nach! Ihr da aber auch erstmal stehen bleibt und seinen Weg finden muss. Die schießen. Die schießen dagegen, das ist bescheuert. Hier sind... Oh nein! Ich war so fokussiert. Mist. Achtung, sie bewegen sich! Danke, das war ja nicht ich. Da haben wir automatisch hingeguckt. Treppe, andere Seite. Schon unterwegs. Hilf uns! Boah, warum habe ich das mit dem Geschütz nicht eher geschnallt? Ich glaube... Die kommen hinter uns! Verdammt, Walker, halt uns die Kerle vom Leib! Schon dabei. Schwerer Trooper. Ja, genau. Schwerer Trooper! Da kommt noch einer! Beeilung! Feind ausgeschaltet! Erledigt! Schwerer Trooper ist tot! Wir brauchen das, um sie zu sprengen! Vielleicht eins von den RPGs! Das sollte funktionieren! Walker, schießt ihr das? Gib mir okay. Feuerschutz! Okay. Geh mal hin. Da war eine Rakete. Oh, noch ein Dicker. Lieber kleine Schüsse geben, damit das Ding nicht überhitzt. Kleine Feuerstöße. RPG! Vorsicht! Hab ihn! Geht hoch! Wir gehen aufs Dach! Deck uns! Immerhin müssen wir hier nicht nachladen. Explosiv. Vorsicht! Aua! Rück aus! Vorsicht,
das nochmal um. Oh, der fliegt zu uns. Oh, die Deckung geht auch mal kurz. Da war noch links einer. Ja, erstmal gucken, wo jemand steht. Nein. Ich hab extra geguckt. Hier geht's zu, ey. Vorsicht, so. Schrotflinte! Gegner erledigt! Wir können! Ich komm schon mal entfernen. Ich rutsch rüber! Ich auch! Zurück! Zurück, wurde, glaube ich, gesagt. Oh, wir sind wieder zu zweit. Jetzt muss nur noch der Lugo ankommen. Der Adams, das ist der Lugo. Bist du okay? Ja, nur keine Sorge. Was ist mit wie euch? Wie seht ihr aus? Ja, gut. Die haben sich optisch nicht großartig verändert. Kam von hinter der Tür. Halt. Los, die Waffe weg. Wird's bald. Okay, los, okay. Nicht schießen. Ich ergebe mich. Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen. Wie ist Ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes. Dienstnummer 658. Sie sind kein Kriegsgefangener. Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat. Sie können nicht. Ich kann machen, was ich will. Also, das Arschloch im Radio. Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es. Der wird beschützt. Den kriegt er nie. Unser Problem, nicht Ihres. Von da, oben in Trans Emirates Building. Lugo, wenn wir es dahin schaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort. Wird nichts zu evakuieren geben. Wie bitte? Denken Sie nach, Captain. Wir sind hier in der Wüste. Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer daran. Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Dabei geht die Zeit aus, Gentlemen. Los geht's. Der kümmert sich um den DJ. Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen einen Fettarsch mit dem iPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles, was nötig ist. Wohin jetzt, Lugo? Kommt langsam wieder in Fahrt. Nach Norden, über die Dächer. Dürfte der direkte Weg sein. Klingt gut. Langsam, da kommt ein Heli. Glaub nicht, dass der uns sucht. Ja, wird mal was Neues. Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Hey, sei doch dankbar, so bleibst du in der Übung. Ja, was machen wir hier? Schadensbegrenzung. Am Ende richten wir noch maximal noch mehr Schaden an. Es gibt überhaupt gar nichts mehr zu begrenzen. So ein Pool über der Dachkante. Hat was? Schaut mal, hinten ist ganz viel Wasser. Klingt nach Scharfschütze. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Was gibt's? Schon wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Genau wie beim allerersten Sturm. Alles für die Katz. Der Colonel sagt, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein. Mann, bist du scheiße drauf heute. Ich brauche eine Zigarette. Hat Crosby heute Dienst? Ja, schiebt Wachdienst auf 2. Sag dem Arsch, ich will sofort meine Flucht machen. Wir haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer! Willst du dich beruhigen? Sehen wir sonst kein Thema. Los, komm mit, Lugo. Guten Flug.
Stapfen nicht hört. Verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid! Ja, klingt. Feind erledigt! Muss nachladen! Geht mir Deckung! Ich hätte doch zu dritt machen sollen, Mist. Ich hab mich noch nie geguckt. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Meinst du, ich hab Angst vor euch? Ich sag dir, was kommt. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Feind ausgeschaltet! Feind bewegt sich! Vorsicht! Komm rüber. So viel zum Bedienen. Die noch. Hosen. Wieder einer! Auf die Seiten! Auf die Seiten! Verdammt! Ihr wisst schon, was ich vorhabe, die M9 mitnehmen. Deswegen baller ich jetzt die Waffe so gut es geht leer, aber jetzt auch nicht verschwenderisch mal den. Anstatt so viel zu quatschen, könnten die einfach mal nach vorne kommen. Scheiße, ich brauch hier Deckung! Wie kann er springen? Oh, die ganzen ein Ende setzen. Noch eine M9. Gib mal her, Lugo. Lade da! Deine. Unterwegs! Lade nach! Gib mir Deckung! Scheiße! Hätte gedacht, es macht mehr. Der hat einen scheiß Winkel auf uns. Ah. Mist. Scheiße! Ah, schießt die Feuer, oder? Einen Gefallenen. Stimmt mal ein. Rück aus! Schrotflinte, vom Flur her! Schrotflinte auf dem Weg! Einer kommt aus der Deckung! Gib mir Deckung! Kopf guckt raus! Noch mehr Technos über die Seilrutsche! In Deckung! So, ne. Bestimmt da hinten irgendwo. Dann gehen wir jetzt vor und sammeln hier noch ein. Ja, stimmt, Sand. Denke ich immer zu wenig dran. Schrotflinte, Warnrollen! Scheiße! Übers Dach kommt noch eine Welle rein! Okay, geht schon. Gedeckter Feind! Leg den Teufel hier! Scheiße, ich brauch hier Deckung!
Weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen weg, sonst geht gar nichts. Schalt die verdammten Scharfschützen aus. Gut, Scharfschützen ausschalten werden wir müssen, aber das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.